Jo, dann wollte ich euch noch erzählen von einem Verfahren vom Bundesverfassungsgericht, wo es ebenfalls in der vergangenen Woche ein Urteil gegeben hat. Das ist insofern bemerkenswert, als dass dieses Verfahren seit mittlerweile 19 Jahren läuft. 19 fucking Jahre. Unfassbar, oder? Das begann 1997, also da wurde die Wurzel sozusagen für den Rechtsstreit gelegt, ging dann kurz danach los, ging zweimal durch alle Instanzen und ist dann schließlich vom Bundesverfassungsgericht gelandet, bekannt unter dem Namen Metall auf Metall. Da sehen wir die Protagonisten dieses Falls, Moses Pelham, Sabrina Settlur und Ralf Hütter von Kraftwerk. Ganz kurz vielleicht, gehen wir noch einen zurück. Also worum ging es in dem Fall? In dem Fall ging es um die Verwendung eines 2 Sekunden langen Rhythmus-Samples aus dem Stück Metall auf Metall von Kraftwerk in dem Stück Nur mir von Sabrina Settlur, produziert von Herrn Pelham. Und Moses Pelham hat irgendwie vergessen, um Erlaubnis zu fragen bei Kraftwerk, bevor er dieses Sample benutzt hat. Und das fand Kraftwerk nicht so gut. Und haben ihn dann eben auf Unterlassung verklagt. Und wie gesagt, das Ganze ging zweimal durch alle Instanzen, bis es beim Bundesverfassungsgericht war. So. Rechtstechnisch gesprochen geht es bei dieser Frage Benutzung von Samples um die sogenannte freie Benutzung nach § 24 Urheberrechtsgesetz. Also die Frage, wann darf ich Ausschnitte aus fremden Tonaufnahmen benutzen, um ein eigenes Werk daraus zu schaffen, ohne dass ich vorher den Rechteinhaber um Erlaubnis fragen muss. Letztlich geht es da um eine Abwägung zwischen Kunstfreiheit, also kreativer Betätigung auf der einen Seite, und dem geistigen Eigentumsrecht, was eben auch verfassungsrechtlich zum Eigentum gehört, auf der anderen Seite. Und diese Abwägung, die ist eigentlich bisher immer zugunsten des Eigentums ausgefallen, deutlich mehr. Und was ich jetzt schon sagen kann, in dieser Entscheidung ist eben diese Balance zwischen Kunstfreiheit und Eigentum deutlich, wirklich deutlich in Richtung auf die Kunstfreiheit verschoben worden. Bisher war es so, für die Frage, wann darf ich aus einer fremden Tonaufnahme Teile entnehmen und die in einem eigenen Werk benutzen, da gab es ein Kriterium für diese Erlaubnisfreiheit, und zwar die sogenannte gleichwertige Nachspielbarkeit. Ja, der BGH hat also danach gefragt, wann kann oder ist es so, dass ein durchschnittlich ausgestatteter und befähigter Musikproduzent in der Lage wäre, diese fragliche Sequenz gleichwertig nachzuspielen. Da stellt sich schon die Frage, was heißt in diesem Zusammenhang eigentlich gleichwertig? Ja? Aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, also diese Frage der gleichwertigen Nachspielbarkeit, das trägt der Kunstfreiheit eigentlich in keiner Weise ausreichend Rechnung. Ja, und sie haben halt gesagt, man muss, wenn man über die Kunstfreiheit redet und über Kunstformen redet, auch immer eine kunstspezifische oder genrespezifische Betrachtungsweise einnehmen. Und hat halt ganz klar hervorgehoben, im Hip-Hop, und darum ging es ja hier, also im weitesten Sinne irgendwie so Hip-Hop, ja, aber also jedenfalls im Hip-Hop gehört eben Sampling zu den stilbildenden Ausdrucksmitteln. Das ist ein ganz typisches Mittel, was man eben im Hip-Hop benutzt, um diese Musik zu machen. Und dieses Kriterium der gleichwertigen Nachspielbarkeit verhindert eigentlich, dass ich dieses Ausdrucksmittel einfach frei benutzen kann. Ja, denn zum Beispiel könnte es sein, dass der Rechteinhaber an der ursprünglichen Tonaufnahme einfach sagt, nö, ich gebe dir die Erlaubnis nicht. Ja, oder dass vielleicht die Lizenzgebühren dafür für diesen Ausschnitt so hoch sind, dass ich mir das gar nicht leisten kann. Dass überhaupt so Transaktionskosten, dass ich plötzlich also so wirtschaftliche Überlegungen in mein künstlerisches Schaffen mit einbeziehen muss, also überlegen muss, dem Sample würde ich vielleicht gerne einbauen, aber darf ich das denn? Und wenn ja, was wird das denn kosten? Und so weiter und so fort. Also es passt alles nicht wirklich zu einer kunstspezifischen Betrachtungsweise, und deswegen ist dieses Kriterium unverhältnismäßig und damit verfassungswidrig. Dann hat der BGH gesagt, bei dieser freien Benutzung nach § 24, da geht es eigentlich darum, dass eine kulturelle Fortentwicklung möglich bleibt, dass man also vorhandenes kulturelles Schaffen nehmen kann, eigenes kulturelles Schaffen darauf aufbauen kann und dadurch eben eine Fortentwicklung und eine Resonanz entsteht. Und dann haben wir ganz einfach gesagt, naja, also solange die wirtschaftlichen Interessen eines Tonträgerherstellers nicht erheblich beeinträchtigt sind durch die Entnahme, ja, von jemand anderem, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man das verbieten sollte. Ja, dann überwiegt eigentlich das Interesse am kulturellen Fortschritt. Und das muss man sagen, ist eine Zeitenwende. Ja, also das war vorher wirklich überhaupt nicht so. Jetzt plötzlich wird der Kunstfreiheit hier in viel, viel, viel höhere Bedeutung eingeräumt. Genau.
Und dann hatte das Bundesverfassungsgericht auch noch gesagt, so am Ende, übrigens BGH, ihr hättet hier auch mal über das Europarecht nachdenken müssen. Das habt ihr auch nicht so richtig getan. Dazu sage ich gleich noch was daraus folgt. So. Ne? Also, was heißt das jetzt, dieses Urteil? Wie ich gerade eben schon anmerkte, ist eigentlich eine Zeitenwende bei geistigen Eigentumsrechten. Ja? Diese Balance zwischen Eigentum und Kunstfreiheit wurde deutlich in Richtung auf die Kunstfreiheit verschoben. Dieses Abwägungskriterium der erheblichen wirtschaftlichen Nachteile, was das Bundesverfassungsgericht jetzt eingeführt hat, bedeutet eben, dass man jetzt viel, viel flexibler ist bei dem Einsatz von Samples in der Musik. Es gibt viel mehr Raum für kreative Experimente. Dieser Mechanismus, der jetzt eingeführt wurde, dass man eben gesagt hat, naja, wir machen hier eine Abwägung zwischen Kunstfreiheit auf der einen Seite, wirtschaftlichen Interessen auf der anderen Seite und solange die nicht erheblich beeinträchtigt sind, siegt die Kunstfreiheit. Das hat eine ganz, ganz große Ähnlichkeit mit einer Ausnahme, die es im US-amerikanischen Copyright gibt, nämlich Fair Use. Ja, Fair Use ist auch so eine Art Bagatellgrenze, wo gesagt wird, naja, also wenn jetzt die Interessen desjenigen, der Rechte eben an einer bestimmten Aufnahme hat, nicht übermäßig leiden durch eine Benutzung, dann ist das eben eine billige, eine gerechte, eine angemessene, eine faire Nutzung. Ja, und ganz ähnlich geht es eben jetzt hier auch. Fair Use ist noch ein bisschen facettenreicher, hat noch mehr einzelne Kriterien und so weiter, aber dieses Abwägungsprinzip ist eigentlich genau dasselbe. Also haben wir so eine Art Fair Use Light. Ja? Das ist ausgesprochen begrüßenswert. Genau das hatten wir selbst auch gefordert. Wir selber waren als sachkundige Dritte an diesem Verfahren beteiligt, haben im Vorfeld eine schriftliche Stellungnahme eingereicht und waren auch bei der Verhandlung selbst, haben mündlich vorgetragen und haben eben genau das gefordert, eine Bagatellgrenze nach dem Vorbild des US-amerikanischen Fair Use. Ja, und haben also auch mal sehr stark betont, dass eben diese Techniken zum elektronischen Kopieren heute eigentlich jedermann zur Verfügung stehen. Jeder hat einen Computer, jeder hat ein Smartphone. Ne? Und es sind im Grunde Alltagstechniken geworden. Die Zeit, in der Sampling irgendwas war, was Musikproduzenten vorbehalten war, die sind lange, lange vorbei. So. Dieses Fair Use Light, was ich gerade eben beschrieben habe, ist ein ganz wichtiges Element hin zu einem Recht auf Remix, was wir als Verein auch schon sehr lange fordern. Dazu würde im Übrigen noch gehören eine Ausweitung zum Beispiel des Zitatrechts. Ja? Und auch irgendwie sinnvolle Vergütungsregelungen, wenn dann geremixt wird und es wird kommerziell verwendet, wie kann man dann eine sinnvolle Vergütungsregelung für den ursprünglichen Urheber und die ursprünglichen Rechteinhaber erwirken. Gleichwohl ist dieses Urteil kein totaler Freibrief für Sampling. Ja, denn eines muss man sich vor Augen führen. In diesem Urteil ging es um das sogenannte Tonträgerherstellerrecht. Das Tonträgerherstellerrecht entsteht einfach dadurch, dass jemand eine Aufnahme finanziert. Völlig unabhängig davon, was der Inhalt dieser Aufnahme ist. Ob das jetzt Musik ist, ob das Geräusche sind, ob das Stimmen sind, völlig egal. Weil ich eine Aufnahme finanziere, habe ich das Tonträgerherstellerrecht. Ja? Und nur um dieses Tonträgerherstellerrecht ging es in diesem Fall Metall auf Metall. Das Urheberrecht schützt eine kreative Eigenleistung. Die muss eine gewisse Schöpfungshöhe, eine gewisse Originalität haben. Ja? Also zum Beispiel eine Komposition oder ein Text oder so. Das kann vom Urheberrecht geschützt sein. In dem Fall Metall auf Metall, wo es in Anführungsstrichen nur um einen Rhythmus ging, war das Urheberrecht gar nicht einschlägig. So, der Witz ist jetzt, wenn ich ein Sample mache, also irgendwie was aus einer fremden Aufnahme entnehme, greife ich immer in das Tonträgerherstellerrecht ein, aber nicht notwendigerweise immer ins Urheberrecht. Der einzelne Ton ist nicht urheberrechtlich geschützt. Wenn ich den sample, greife ich zwar ins Tonträgerherstellerrecht, aber nicht ins Urheberrecht ein. Wenn ich eine Melodiesequenz sample, dann greife ich ins Urheberrecht ein. Ja? Und die Besonderheit ist eben, dass es für diese freie Benutzung, § 24 Urheberrechtsgesetz, eine Zusatzregelung gibt, die eben sagt, grundsätzlich darf man in freier Benutzung eines anderen Werks ein eigenes Werk schaffen, außer wenn es um Melodien geht. Ja? Also das heißt, was ich jetzt mit anderen Worten, also positiv gesprochen, was ich jetzt ohne Erlaubnis samplen darf, sind einzelne Sounds, einzelne Noten oder sowas, ja? Oder auch irgendwelche Sequenzen, die keine Melodien darstellen. Melodiesequenzen samplen, das geht immer noch nicht. Also jedenfalls nicht ohne Erlaubnis. Ja? Okay, also das heißt weitestgehend freies Sampling, aber nicht total. Genau. Das Positive an dem ganzen Ding ist jetzt eben, dass insbesondere Hobbymusiker, junge Bands, die vielleicht noch keinen riesen kommerziellen Erfolg haben oder so, die sind jetzt wirklich ziemlich frei darin, mit Samples zu experimentieren.
neue Sachen damit zu bauen, neue Sounds zu machen und so weiter. Also es ist tatsächlich so, dass ein größerer Freiraum für Kreativität entstanden ist. So, da sehen wir jetzt nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern den EuGH. Warum? Der BGH muss die Sache jetzt neu entscheiden. Und was die eigentliche Sachentscheidung angeht, hat er wirklich so gut wie keinen Spielraum mehr. Ne? Weil das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil extrem genau vorgezeichnet hat, wo es jetzt lang geht. Und eigentlich auch schon vorgezeichnet hat, wie die Abwägung in diesem konkreten Fall hier ausfallen muss. Nämlich tatsächlich zugunsten von Herrn Pelham. Also beziehungsweise zugunsten eben der freien Benutzung. Ne? Aber ein ganz wesentlicher Punkt war noch, der BGH hat sich nicht die Frage gestellt, wie denn eigentlich jetzt das europäische Urheberrecht in diesen Fall reinspielt. Denn es gibt eine europäische Urheberrechtsrichtlinie, die Infosoc-Richtlinie, und die macht im Grunde Vorgaben dafür, wie das Urheberrecht in den Mitgliedstaaten zu gestalten ist. Und dieser Tatbestand der freien Benutzung, um den es ja hier in diesem Urteil ging, den gibt es jedenfalls nicht explizit in dieser Richtlinie. Man kann sich also fragen, inwiefern regelt denn überhaupt die Richtlinie irgendwas zu den Fragen, die in diesem Fall relevant sind? Und das hat der BGH leider nicht gemacht, und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das hätte er aber tun müssen. Und hat ihm also auch nochmal in das Urteil ganz deutlich reingeschrieben, lieber BGH, wenn du jetzt nochmal entscheidest, denk doch mal über diese Frage nach, ob hier das europäische Urheberrecht vielleicht einschlägig sein könnte. Und wenn du zu dem Ergebnis kommst, ja, es ist einschlägig und es ist eigentlich überhaupt nicht klar, ob es denn jetzt und inwieweit es was zur freien Benutzung regelt oder nicht, na dann frag doch mal den EuGH. Also er soll dann ein Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH initiieren, der sich die Sachen nochmal anguckt, der dann das europäische Urheberrecht auslegt und dann zu einer Entscheidung kommt, ob diese Rechtsprechung dann auch mit dem europäischen Urheberrecht vereinbar ist oder nicht. Also the beat goes on. Es kann tatsächlich sein, ne, dass das Ganze jetzt nochmal eine ganze Weile weiterläuft und dass es wirklich noch mal ein paar Jahre mehr dauert, also am Ende irgendwie weit über 20 Jahre, bis diese Frage, darf man jetzt erlaubnisfrei samplen oder nicht, tatsächlich mal endgültig entschieden ist. Ja, also es bleibt weiterhin spannend, auch in dieser Sache, aber hier ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Zwischensieg errungen und also Randnotiz vielleicht noch dazu, was uns selber echt stolz gemacht hat. Wir sind auch als digitale Gesellschaft in dem Urteil in zwei Randnummern ausführlich zitiert worden. Fand ich ganz schön, um tatsächlich auch mal zu sehen, aha, also so eine Arbeit bringt auch was. Es dauert tatsächlich alles wahnsinnig lange, ne, und man muss unheimlich dicke Bretter bohren, aber im Endeffekt kommt die Nachricht dann tatsächlich mal an. Und das finde ich ganz schön. Also, Dankeschön. Vielen Dank, Volker. Gibt es Rückfragen oder Diskussionsbedarf zum Thema Sampling, Bundesverfassungsgerichtsurteil und oder Störer? Abschaffung, Nicht-Abschaffung der WLAN-Störerhaftung. Ja. Ja, hallo, eine ganz kurze Frage zur Störerhaftung. Du hast eben davon abgeraten, prinzipiell sein WLAN freizugeben. Kannst du kurz kommentieren, wie es mit Freifunk und VPN aussieht, nur um das zu vervollständigen? Ja, die Freifunker haben sich ja auch schon vor Beschluss dieses Gesetzes sozusagen ein bisschen vor der Störerhaftung gedrückt, indem sie halt den Verkehr über einen VPN-Tunnel ins Ausland geschickt haben, sodass der Netzabschlusspunkt nicht in Deutschland liegt und dann ist eben auch nicht das deutsche Recht einschlägig. Das ist eigentlich immer der Trick, den die Freifunker machen, aber der stößt ja eigentlich nicht auf so viel Gegenliebe, wie ich das so von den Freifunkern höre, weil es sie eben zu einer eher zentralisierten Architektur zwingt und sie eigentlich eben viel stärker dezentralisiert arbeiten möchten. Und eben überhaupt ist eigentlich ja albern ist, dass man solche Kniffe, solche Tricks überhaupt anwenden muss und nicht eben einfach hingehen kann, sich einen Router kaufen kann, den aufmachen kann, fertig. Und so soll es ja eigentlich sein, damit es möglichst niedrigschwellig ist. Denn letztlich geht es ja bei Freifunk um altruistisches Verhalten. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie für mich den größten Nutzen raushole, sondern dass ich anderen Leuten was Gutes tue. Ne? Und da ist es immer ganz sinnvoll, um das zu fördern, wenn man die Schwellen dafür auch möglichst niedrig hält. Kann vielleicht zwischendurch schon mal jemand Maria und Naomi holen? Weil ich glaube, ich sehe sie noch nicht. Die machen nämlich gleich den nächsten Talk. Maria, Naomi, are you here? Kann vielleicht mal kurz jemand rausgehen und fragen. Okay, wir können derweil noch weitere Fragen oder Diskussionspunkte zum Thema WLAN-Störerhaftung und Metall auf Metall annehmen. Nö, doch, hier vorne, ja. Kurze Nachfrage, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast. Wann tritt denn das jetzt alles in Kraft? Die Störerhaftung, meine ich. Also die Nicht-Störerhaftung oder was auch immer. Ja, das zweite Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes, so heißt das mit vollem Titel,
Es ist jetzt vom Bundestag verabschiedet. Jetzt muss es halt noch durch den Bundesrat. Das dürfte aber ziemlich unproblematisch sein. Und dann kommt noch die Ausfertigung und Verkündung. Und dann, also wenn es im Bundesgesetzblatt verkündet ist, tritt es am nächsten Tag in Kraft. So steht es in dem Gesetz selber drin. Wahrscheinlich im Herbst. Ja, 17.06. Ja, also ne, so Ankündigungen muss man immer vorsichtig sein. Also ob das jetzt, wenn es vor der Sommerpause halt nicht mehr passiert und die beginnt halt, wenn die erste Juliwoche rum ist, dann wird es halt wohl erst Herbst werden. Also es wird jetzt entweder knapp vor der Sommerpause oder Herbst. Also ich selber würde vermuten eher Herbst. Aber okay, und dann ja, schon. Ist ja, glaube ich, ist kein Zustimmungsgesetz, ne? Und deswegen, also ja, also ist auch mein Stand. Also deswegen, die werden das so durchwinken, das wird unproblematisch sein. Absolut offen. Also ist noch nicht terminiert. Im Gerichtskalender steht es noch nicht drin, wann es kommen soll. Und es ist so zwischen zwei und... Achso, klar, die Frage nochmal wiederholen. Also wann kommt das EuGH-Urteil in dem Fall Metall auf Metall? Oder meinst du hier in diesem anderen Fall? In dem Störerhaftungsfall. Also normalerweise dauert es immer so 2 bis 6 Monate nach dem Schlussplädoyer des Generalanwalts. Das Schlussplädoyer war im März. Also könnte auch sein, dass es jetzt über den Sommer kommt, vielleicht bis irgendwie Herbst. Aber also steht noch nicht fest zurzeit. Okay, und dann ab Herbst gibt es plötzlich ganz viele offene WLAN-Hotspots. Mal sehen. Vielleicht noch als letzte Frage, gibt es irgendwie eine Empfehlung, die man Leuten geben kann, die tatsächlich abgemahnt werden? Also wenn sie nicht den Weg durch die Instanzen gehen wollen und vor Gericht gehen wollen, was sollen sie tun? Ja, also entweder man wehrt sich oder man wehrt sich nicht dagegen. Ich würde immer empfehlen, sich dagegen zu wehren. Das also ist im Zweifel immer besser, als es einfach hinzunehmen und am besten noch eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen unter Anerkennung einer Kostenpflicht. Also das würde ich auf keinen Fall machen, sondern tendenziell wäre es immer besser, sich zu wehren. Aber wie gesagt, ich kann es eigentlich momentan noch keinem empfehlen, sein WLAN einfach so aufzumachen, weil er definitiv ein Abmahnrisiko eingeht und nochmal mit Ansage. Ja? Also Waldorf-Rommer haben schon explizit gesagt, sie werden insbesondere Private weiterhin abmahnen.